Ich stehe hier auf einem mediterranen Berg. Hier wächst Oregano, Thymian und Wiesensalbei. Der Wiesensalbei hat ein ähnliches Wirkungsprofil wie der Gartensalbei. Seine Wirkung ist aber etwas schwächer. Seine ursprüngliche Heimat in Europa ist das Mittelmeergebiet. Er blüht von Mai bis August. Die Stängel, Blätter, Triebspitzen und die Blüten sind essbar. Blätter können als Beigabe zu Salaten oder als Würze zu allerlei Speisen verwendet werden. Die Blüten können als essbare Dekoration für verschiedenste Speisen genutzt werden. Die Blätter kann man als Tee gegen Erkrankungen der Atemwege und des Verdauungsapparates trinken. Auch Menstruationsbeschwerden können gelindert werden. In den Wechseljahren hilft der Wiesensalbei vor allem gegen übermäßiges Schwitzen und Hitzewallungen. Aber auch andere Beschwerden können gelindert werden, weil der Wiesensalbei östrogenartige Substanzen enthält. Äußerlich kann man Wiesensalbeitee für Waschungen, Bäder und Umschläge verwenden. Er kann gegen verschiedene Hauterkrankungen eingesetzt werden, unter anderem gegen Ekzeme. Gegen Zahnfleischentzündungen kann man mit Wiesensalbeitee gurgeln. Die Hauptinhaltsstoffe der Pflanze sind ätherische Öle, Gerbstoffe und Flavonoide. Diese Stoffe wirken zusammenziehend, blutstillend, entzündungshemmend, harntreibend, krampflösend und anregend. Die Anwendungsgebiete sind dementsprechend vielfältig. Hauptsächlich ist der Wiesensalbei für seine schweißhemmende Wirkung bekannt. Thank you.